Ich darf begrüßen in dieser Runde zu dem Thema erstmal Frau Nennstiel, herzlichen Nennstiel. Jetzt komme ich schon ganz durcheinander. Frau Nennstiel. Sie sind Director, HR Director bei SAP und haben gerade auch das Thema Global Diversity bei Ihnen als Hauptthema, soweit ich das verstanden habe. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Sie haben ein Riesenteam an Mitarbeitern, 66.000 Mitarbeiter weltweit, habe ich gelesen, davon 16.400 in Deutschland. Und Sie sind auch mit zweierlei Missionen hier, zum einen für die Diversity-Themen bei SAP zuständig, auf der anderen Seite auch als Fürsprecherin der Charta für Vielfalt, da werden wir nachher auch noch was dazu hören, wie Unternehmen die Vielfalt im Unternehmen fördern und was das für Vorteile bringt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Jetzt schweife ich mal kurz zur Linken ab, zu Herrn Theobald. Herzlich willkommen. Sie sind Leiter Führungskräfte und Mitarbeiterentwicklung bei der Business Technology Consulting AG, kurz BTC. Sie sitzen in Oldenburg, haben rund 2000 Mitarbeiter, habe ich gelesen. Und auch bei Ihnen ist Vielfalt groß geschrieben. Sie sind in verschiedenen Ländern vertreten, in der Schweiz zusätzlich, Türkei, Polen, Japan. Und ich glaube, das mit der Türkei hat eine besondere Bewandtnis, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Sie hatten, glaube ich, mal einen türkischen Vorstandsvorsitzenden. Nehmen Sie das Mikro näher, weil sonst... Mach ich, danke. Hört man. Genau. Da bin ich auch gespannt, was Sie uns erzählen werden. So, und dann komme ich zu dem Exoten in unserer Runde, Herr Frohnhoff, so haben Sie sich bezeichnet zumindest. Da können wir auch gleich nachhaken, warum. Zuerst stelle ich Sie vor, Sie sind Geschäftsführer der GFT-Tochter Imagine. Sie vermitteln IT-Freiberufler in Projekte von großen Unternehmen. Und Sie werden uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen können, auch was das denn für eine Bereicherung bringen kann in Teams, in IT-Unternehmen, wo hauptsächlich oder zu großen Teilen Festangestellte arbeiten und was es vielleicht für Vorteile bringen kann, auch Freiberufler mit ins Boot zu holen. So, jetzt habe ich meine Kärtchen vertauscht, das macht aber nichts. Wir haben ja gerade... auch Vielfalt. Ja, das ist auch Vielfalt, ganz genau. Also wenn wir jetzt schon mal davon ausgehen, ich habe ja angefangen mit diesem Fußballbild. Früher war das Klischee sicher von der deutschen Nationalelf, alles große, blonde, weiße, weißhäutige Jungs. Heute ist es alles viel bunter geworden und viel vielfältiger. Wie ist das denn mit den IT-Teams zum Beispiel? Muss man sich vorstellen, Programmierer-Teams, IT-Teams, Entwicklungsteams, Software-Teams, das ist der junge, männliche Nerd, der dort zuhauf sitzt und mit Pizzaschachteln bis spät in die Nacht programmiert. Frau Nennstiel, Sie lachen. Wie stellt man sich das heute vor? Wie sieht es bei SAP aus in den Software-Teams? Das wäre natürlich ganz schlimm, wenn wir die Situation noch so hätten. Wir haben natürlich gemischte Teams und wirklich alle Varianten, alle Elemente der Diversity umgesetzt. Das heißt, ob wir hier nun von dem Geschlechtermix sprechen, sprich Frauen und Männer in den Teams haben, ob wir die verschiedenen Altersgruppen reflektieren, jung, alt, Generation Y mit den Babyboomers und wie die schönen Begriffe alle heißen, oder eben auch unterschiedliche sexuelle Orientierung. Bei uns ist es wichtig, dass Teams gemischt sind. Wir sind davon überzeugt, dass nur durch gemischte Teams auch eine entsprechende kreative und innovative Kraft vorhanden ist. Und an der Stelle möchte ich gerade auch auf etwas hinweisen, was uns derzeit sehr am Herzen liegt, ist, dass wir auch Menschen mit speziellen Fähigkeiten einstellen. Ich möchte wirklich mit Absicht nicht den Begriff behindert verwenden, sondern wir sprechen selber von differently abled. Das heißt, wir haben uns entschieden, als SAP auch Menschen aus dem autistischen Spektrum einzustellen. Auch das ist wirklich ein knallharter Business Case dahinter. Wir machen das nicht, weil wir die katholische Kirche sind, wobei das jetzt gerade ein schlechtes Beispiel mit der letzten Presse so ist, ne? Nein, wir machen es nicht aus dem sozialen Gedanken heraus, sondern weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass wir mit dieser Gruppe von Menschen neue Fähigkeiten in unser Unternehmen bekommen.
und damit sozusagen eine Innovation from the Edge starten. Ich kann mich entsinnen, wir haben damals berichtet über das Thema, dass Sie sich gerade für Autisten interessieren. Wie weit ist es denn damit gediehen mit dem Programm? Das ist noch nicht so alt, ein Jahr oder? Ja, also ziemlich genau. Im Mai letzten Jahres auf unserer großen Kundenmesse, die sogenannte Sapphire in Orlando, bekannt gegeben, dass wir das machen wollen. Und Sie müssen mir jetzt wirklich glauben, das, was wir medientechnisch dort generiert haben, hat uns echt wirklich überrascht. Dieses Thema ist auf so einen Zuspruch gestoßen. Wir wurden so positiv aufgenommen. Wir haben so viele freiwillige Mitarbeiter bei uns in der Firma gefunden, die uns an diesem Projekt unterstützen wollen. Und ich bin seit 22 Jahren bei der SAP. Ich kenne diesen Laden. Und normalerweise, wenn es darum geht, freiwillige Mitarbeiter für irgendetwas zu finden, das ist schwierig. Hier in diesem Umfeld ist es komplett anders und es ist ein junges Projekt. Wir haben jetzt erfolgreich seit 1. Januar 5 Kollegen eingestellt. Es läuft prima. Wir werden zum 1. April weitere 2 einstellen. Wir haben mit Absicht kleine Größen gewählt, weil wir viel lernen müssen. Sie können sich vorstellen, dass kein Recruiting-Prozess, kein Einstellungsprozess passt. Alles muss adaptiert werden, es macht aber Spaß, es bringt uns nach vorne und wir haben die zweite Welle in Deutschland jetzt für April ins Rennen geschickt und starten auch derzeit gerade in unseren beiden Standorten in Amerika, Palo Alto, Newtown Square, sowie in Kanada, Vancouver und Montreal. Die werden sozusagen in den nächsten Monaten eingestellt. Auch ungefähr jeweils 15 bis 20 Kollegen. Dann gehen wir nach Brasilien, wir gehen weiter nach Indien, Irland. Das ist das Programm für dieses Jahr. Das hört sich sehr ambitioniert an und sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Sie werden das ja eng mitverfolgen. Ja. Und da kommen wir eventuell noch mal auf Sie zu. Gerne. Sehr spannend. Jetzt waren wir gerade beim Thema Vielfalt in der Mitarbeiterstruktur. Herr Theobald, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie sieht denn Ihre Vielfalt in Ihrem Unternehmen aus? Ja, Sie haben es gerade vorhin schon angesprochen, dass wir aufgrund unseres ehemaligen Vorstandsvorsitzenden eine sehr große Willkommenskultur eigentlich bei uns im Hause hatten von Anfang an. Und das Unternehmen ist über 12 Jahre alt und ich glaube, dass wir über diese Willkommenskultur eine sehr, sehr gute Community eigentlich erreicht haben, was das Thema Vielfalt angeht. Wir haben für uns auch vor 2 Jahren mal überlegt, das, was aus dem Bauch heraus so die Struktur, wie sie aussieht, auch mal mit Daten, Zahlen und Fakten festzulegen. Und hatten mal eine Mitarbeiterbefragung gemacht, in der wir dann festgestellt haben, dass knapp 20% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund bei der BTC sind. Und es sind viele Dinge, die einfach dort für uns zum Vorteil sind. Wir haben Aspekte, was das Thema zum Beispiel Frauen und Gender halt angeht. Da sind wir mit 26% noch nicht so stark, wie wir eigentlich sein wollen. Sind da aber auch so weit, dass wir jetzt im letzten Jahr dem MINT für Frauen in IT-Berufen, diesem Pakt für Deutschland zu beigetreten sind. Und versuchen dort auch wirklich relativ viel an Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, weiter umzusetzen. Wir haben ein New Talent Programm, wo wir in den letzten Jahren Nachwuchsführungskräfte ausbilden und der Anteil von Frauen dort wirklich im Moment um die 50% ist. Also wir versuchen das wirklich nach oben zu ziehen. Ein ganz interessanter Aspekt, der in der Befragung auch noch rausgekommen ist, ist, dass bei den Menschen mit Migrationshintergrund in den Altersklassen von 25 bis 35 die weiblichen Mitarbeiterinnen von über 50% sind. Also das ist für uns ein Potenzial, wo wir gesehen haben, dass Menschen mit Migrationshintergrund dort wirklich Genderfrauen einfach ein relativ großes Potenzial für uns sind. Das heißt, ich habe mal geguckt auf Ihrer Homepage, da gibt es einen Satz, der heißt, die Unternehmenskultur basiert auf Fairness, Wertschätzung und Gleichbehandlung. Das wird also gelebt in allen Bereichen. Und wie unterstützen Sie denn diesen Gedanken? Also das auf die Homepage zu schreiben, das ist ja immer das eine. Wie vermitteln Sie das auch Ihren Mitarbeitern, vielleicht auch den angestammten Mitarbeitern? Also für uns ein Meilenstein war im Jahre 2009, als wir die Charta der Vielfalt unterschrieben haben. Das war einfach für uns ein Bekenntnis nach innen und nach außen, dass das Thema Diversity für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
Und es beginnt dann natürlich, oder eigentlich beginnt schon im Vorfeld, eine Sensibilisierung zu schaffen bei den Führungskräften, weil Diversity muss von Top-Down vorgelebt werden und sie brauchen Bottom-Up einfach Unterstützung aus der Mitarbeiter, aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einfach dieses Thema auch wirklich für die BTC leben. Wir fangen bei neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich bei den BTC First Days an, das sind die ersten beiden Tage, wo wir alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Oldenburg einladen, wo sie die BTC kennenlernen, wo sie Prozesse kennenlernen, wo wir aber auch das Thema Unternehmenswerte relativ intensiv diskutieren, um das Thema Diversity auch wirklich in die Mitarbeiterstruktur wirklich reinzubekommen und zu sensibilisieren. Herr Frohnhoff, ich habe Sie vorhin schon als Exoten angekündigt. Vielleicht ist es gar nicht so exotisch. Wir haben ja jetzt über verschiedene Arten der Vielfalt gehört. Ob das jetzt Menschen mit besonderen Begabungen sind, ob es die Altersunterschiede sind. Aber es gibt ja auch Unterschiede im Anstellungsverhältnis. Sie vermitteln Freiberufler in IT-Projekte bei großen Unternehmen. Wie können die denn profitieren von sogenannten gemischten Teams, wo eben Mitarbeiter unterschiedlicher Vertragsverhältnisse miteinander arbeiten? Zunächst mal trage ich als Exot vielleicht hier schon zum Thema Diversity bei. Und wir als Imagine sind tätig in der Qualifizierung und Integration von externen Fachkräften in die Projekte unserer Kunden. Kunden sitzen hier mit vorne sogar, für die wir das machen. Das ist nicht nur im IT-Bereich übrigens der Fall, sondern auch bei Ingenieursdisziplinen im Marketingbereich, Business Services im Allgemeinen. Und das ist auch nicht beschränkt nur auf Freelancer, sondern es geht grundsätzlich um eine Projekt, meistens projektgebundene Tätigkeit, die vertraglich aber durchaus eine gewisse Vielfalt haben kann. Aber eine Überlassung mag dann nur ein weiteres Beispiel sein. Wir sind vielleicht, wir als Imagine, zu klein, um da mitreden zu können, was hier von SAP erzählt wird. Da gibt es logischerweise vergleichsweise wenig Formalismen, die das Thema Diversity treiben. Das ist ein Thema, das, glaube ich, auch sehr stark bei uns vom Management gelebt und gepusht werden muss. Die GFT als unsere Mutter ist aber natürlich um einiges größer, mit inzwischen weit über 2000 Mitarbeitern, mit einem sehr, sehr starken Wachstum, das Diversity-Themen automatisch in den Vordergrund bringt, mit einem sehr hohen internationalen Anteil inzwischen. Es gibt die meisten der Mitarbeiter in der Gruppe arbeiten in Spanien und Italien. Deutschland ist da gar nicht so stark vertreten. Also da kommen auch multikulturelle Aspekte mit hervor. Das Thema externe Fachkräfte trägt, glaube ich, auf beiden Seiten sowohl für diese Fachkräfte als auch für Unternehmen zu der Vielfalt bei. Einfach dadurch, dass auch ein gewollten vergleichsweise großer Wechsel da ist, diese Fachkräfte zumeist nicht Jahre im Unternehmen arbeiten, sondern projektgebunden, vielleicht nur wenige Monate in den Teams arbeiten. Ich könnte jetzt fast ein bisschen despektierlich sagen, all die ganzen Themen, die hier eine Rolle spielen mögen, Religion, Geschlecht, Herkunft, wie auch immer, die spielen für uns zunächst mal gar keine Rolle, was für uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einzig ausschlaggebend ist die Qualifikation der Person. Wir richten uns ausschließlich nach dieser Qualifikation, völlig unabhängig davon, was da ansonsten noch an Vielfalt da sein mag, und erzeugen dadurch vielleicht automatisch genau diese Vielfalt. Jetzt haben Sie zwei Stichpunkte gesagt, die ich jetzt nochmal aufgreifen möchte. Das eine ist, Sie haben ja gesagt, Sie spielen nicht in der Liga wie SAP oder auch vielleicht Herr Theobald, Sie sind ja auch kleiner als jetzt SAP, die ganz spezifisch Ressorts haben zu dem Thema. Ich nehme an, auch verschiedene Beauftragte zu den unterschiedlichen Themen. Ich glaube nicht, es gibt wahrscheinlich nicht nur einen Diversity-Menschen bei Ihnen, der all diese Themen beaufsichtigt, weil es gibt ja eben nicht nur die Gender-Thematik oder die Migrationshintergrund-Thematik und so weiter. Gebe ich gerade als Frage mal zurück. Schätzen Sie mal, wie viele Mitarbeiter wir im Global Diversity and Inclusion Office haben? Also jetzt weltweit? Weltweit. Weltweit. Im Global Office? Im Global Office. Die Gut. Zahl ist sehr klein. 10? Weniger. Weniger. 5? Passt. 5. Ja.
Das heißt, jeder hat mindestens zwei Themen. Nein, eigentlich ist die Aussage eine andere. Wir können Diversity nicht über eine Organisation leben, sondern Diversity muss Bestandteil der Unternehmenskultur sein. Und das Business muss Diversity and Inclusion mittragen. Es ist kein HR-Thema. Das heißt, wir arbeiten eng mit unseren Geschäftsbereichen zusammen, überlegen, was wir tun müssen, um wirklich auch den Mehrwert für das Unternehmen zu bringen. Ich meine, es gibt gewisse Themen wie Gender. Wir haben die Diskussion Frauenquote. Wir haben als DAX Company eine Selbstverpflichtung abgegeben, damals 2010, dass wir bis Ende 2017 25% Frauen in Führungsposition haben. Da ist natürlich ein gewisser Druck da und es müssen entsprechend Programme vorgesehen werden. Aber trotzdem, es muss alles dem Business als Mehrwert zu verkaufen sein. Das ist schon wieder negativ. Das Business muss davon überzeugt sein, dass durch diese Unterschiedlichkeit einfach ein Mehrwert vorhanden ist. Das Business muss es mittragen. Das heißt, es ist auch viel Überzeugungsarbeit in den Führungsebenen. Also es geht jetzt, oder kommt das tatsächlich auch von innen heraus? Kommen die alle und sagen, ach, ich bin jetzt ganz begeistert? Oder braucht es da nicht auch Weiterbildungs- oder Sensibilisierungsprogramme? Gutes Stichwort, natürlich. Es ist so eine Mischung. Wir haben natürlich auch einige Hunderte von Managern oder Leadern in unserer Company mit 67.000 Mitarbeitern. Und natürlich gibt es manche, die sehr offen dem Thema gegenüber aufgestellt sind. Ja, es gibt andere Manager und Managerinnen, die man vielleicht etwas unterstützen muss. Ja, das ist dann letztendlich auch unsere Aufgabe, eine Motivation durchzuführen oder umzusetzen. Und natürlich gibt es auch gewisse Programme, weil gerade das Thema jetzt auch Frauen in Führungspositionen, wir haben eine Frauenquote in Deutschland jetzt Workforce betrachtet bei ungefähr 30%. In Deutschland ist derzeit die Prozentzahl für Frauen in Leadership-Positionen noch unter 15%. Da ist natürlich irgendwo ein Bruch da, den wir versuchen aufzufangen, mit unterschiedlichsten Dingen. Ja. Zum einen mit entsprechenden Trainings, Management-Trainings. Das heißt, Frauen und Männer sind gemeinsam in Trainings, um einfach auch den Mehrwert zu erkennen, was vielleicht das Skillset einer Frau doch Positives bewirken kann mit dem Skillset eines Mannes. Nur als Beispiel. Aber auf der anderen Seite sind natürlich auch Dinge wichtig, nach wie vor, dass wir flexible Arbeitszeitmodelle entwickeln, weil wir haben in Deutschland nach wie vor die Situation, dass wir in dem Zeitfenster der Kinderbetreuung, Grundschule, ich meine jetzt hier gar nicht mehr den Kindergarten, der ist ganz gut abgefasst mittlerweile, aber wenn die Kinder in die Schule kommen, ja, überhaupt dann auch in den Anfangsjahren im Gymnasium, da haben wir einen großen Bruch noch und da müssen wir irgendwo auch Modelle anbieten, wo Frauen nach wie vor einfach auch arbeiten können. Also ich gehe dort in die Richtung, dass wir sagen, wir bieten eine Art Vollzeitbeschäftigung an, aber man kann morgens arbeiten und dann hat den Mittag für andere Dinge frei und dann abends nochmal. Wir sind eine internationale Company, unsere Führungskräfte arbeiten dann eigentlich auch alle global. Das heißt, wir sind ja ganz stark vernetzt auch an der Westküste. Wir haben 9 Stunden Zeitverschiebung. Da ist es ja gar kein Thema, wenn man sich um 18 Uhr nochmal an den Laptop setzt oder Telefonkonferenzen macht. Natürlich muss das Umfeld mitspielen. Aber es geht in diese Richtung. Das heißt, es sind verschiedene Bausteine, wo wir auch sehr kreativ weiterarbeiten müssen, wie wir das dann entsprechend alles aufgreifen können. Ja. Alles klar, das haben wir jetzt gehört, wie es bei SAP funktioniert. Herr Theobald, wie macht es ein kleineres Unternehmen, Diversity umzusetzen und auch entsprechende Maßnahmen im Unternehmen durchzuführen, um Mitarbeiter und auch Vorgesetzte für das Thema zu sensibilisieren? Genauso, nur kleiner. Noch kleiner, das heißt, nein, wie viel haben Sie in der Abteilung? Zwei. Genau. Nein, aber das sind sehr, sehr viele Aspekte, die Frau Nenschel gerade besprochen hat, sind die Themen, mit denen man sich beschäftigt. Das ist einfach so. Das ist, glaube ich, dann egal, ob das ein größeres Unternehmen wie die SAP ist oder ein mittelständisches Unternehmen wie das die BTC ist. Ich glaube, was man am Anfang braucht, um das Thema Diversity wirklich im Unternehmen zu platzieren, ist einfach Mut.
Also ich glaube, da braucht man keine Mechanismen oder keine Prozesse, die kommen, sondern man braucht einfach Mut, weil auf dem Weg gibt es an der einen oder anderen Stelle schon Themen, die ein bisschen ja, unkonventionelle Wege auch bedürfen. Wobei ich da immer von positiven Irritationen rede. Für uns war jetzt zum Beispiel die letzte positive Irritation, bei den manchen Managern war es auch eher eine negative an der einen oder anderen Stelle, muss man auch sagen. Wir hatten einen Bewerbungsprozess, eine Kandidatin, die sehr offen mit ihrer frühen Schwangerschaft umgegangen ist. Und die Kandidatin war top in ihrem Know-how, die war vom Typus her so, dass sie zu uns passte. Und wir haben uns danach überlegt, was machen wir eigentlich? Und haben dann gesagt, okay, was passiert? Wir stellen sie ein nach einer gewissen Einarbeitung. Also nochmal zum Verständnis, sie hat sich schwanger bei Ihnen beworben. Genau. Okay. Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen sie ein, nach einer gewissen Zeit ist sie wieder weg und kommt dann als top motivierte Mitarbeiterin wieder zurück. Und dann haben wir uns überlegt, was ist eigentlich das Ziel in einem Recruiting-Prozess, top motivierte Mitarbeiter zu haben. Also Haken dran eingestellt und am 1.5. kommt sie. Und das sind einfach so Dinge, was Frau Nenschilka vorhin auch gesagt hat, es geht natürlich auch um Business. Also die positiven Irritationen müssen auch irgendwo einen Nutzen für das Unternehmen bringen. Und da sind wir einfach der Meinung, dass man genau solche Wege auch gehen muss, um zukünftig auch wirklich als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Und ich weiß nicht, ob man das machen kann, aber so eine Idee von mir war einfach mal, warum legt man jetzt nicht in Baby- oder Geburtsvorbereitungskursen Stellenanzeigen der BTC aus? Weil das ja auch mal, ja, es ist ja letztendlich so eine Situation, der einfach noch ein anderer Weg ist, um eine andere Zielgruppe zu finden, einfach um zu zeigen, uns ist das Thema wichtig und mit diesem Thema gehen wir vielleicht anders um als andere. Sehr spannend. Also ich glaube, da gehören Sie sicher zu den wenigen, die sage ich mal, Frauen, die mit der Familienbildung beschäftigt sind, einzustellen. Wobei ich habe tatsächlich ein Beispiel auch aus dem Bekanntenkreis. Eine Freundin von mir ist bei BMW eingestellt worden, schwanger. Und sie ist jetzt, hat richtig Karriere gemacht, hat 3 Kinder inzwischen. Und BMW hat es auch nicht bereut, dass sie schwanger eingestellt haben. Die ist gleich nach Mutterschutz zurückgekehrt auf Teilzeitbasis und jetzt wieder Vollzeit. Aber auch das sind Geschichten. Ich glaube, in 10 Jahren wird es normal sein. Also in 10 Jahren muss es normal sein, weil der demografische Wandel, der wird da mit reinspielen und dann werden die Unternehmen, die auf diese Fragen keine Antworten haben, die werden Probleme bekommen. Ja. Und die Unternehmen, die auf diese Fragen Antworten haben und die besseren Antworten haben, die werden einfach gut dastehen. Das ist einfach so. Und spielt natürlich hier so ein bisschen der demografische Wandel auch in die Hände oder auch der Fachkräftemangel. Sonst hätten wir diese Themen wahrscheinlich nicht. Mit anderen Worten, aus Not am Mann muss man auch zur Frau greifen oder eben anderen, sage ich jetzt mal so. Ein bisschen ketzerisch hier oben. Aber es ist natürlich auch inzwischen untersucht worden, ob es nicht tatsächlich auch Unternehmenserfolge auch in klingender Münze gibt, wenn man auf Vielfalt setzt. Also nicht nur aus Not heraus jetzt die unterschiedlichsten Leute einzustellen, die vielleicht vorher nicht so in das Beuteschema der Firmen gepasst haben, sondern dass es durchaus positiv sein kann. Der Bundesverband Deutscher Arbeitgeberverbände plädiert für Vielfalt, zum Beispiel auch als Mittel, um den Fachkräftemangel zu beheben und auch neue Kundenkreise zu erschließen. Herr Frohnhoff, was meinen Sie denn? Stimmen Sie dem zu? Ist das tatsächlich ein positiver Effekt, dadurch neue Kunden auch zu gewinnen? Das ist ganz sicher ein positiver Effekt. Das sehen wir im Grunde jeden Tag. Der Fachkräftemangel, dieser War for Talents, ist unser Geschäft und unser Problem zugleich, wenn Sie so wollen. Und wir gehen genau damit um, indem wir sehr, sehr viele Fachkräfte rekrutieren natürlich, in unsere Datenbank aufnehmen. Wir versuchen, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, da auch neue Wege zu gehen, aber diese Fachkräfte, ob das Männer, ob das Frauen sind, ob das Deutsche sind, andere Nationalitäten, ist für uns zunächst mal vollkommen unerheblich. Wie schon zu Anfang gesagt, die Qualifikation zählt und der Anteil an Frauen ist sicherlich in den technischen Disziplinen unterdurchschnittlich noch, logisch, historisch bedingt. Wir sehen aber, was danach kommt, dass sich das beginnt zu ändern. Und wir versuchen auch sehr intensiv, Berufsanfänger oder Männer und Frauen mit vergleichsweise wenig Berufserfahrung dazu zu bewegen, auch mal die Vielfalt in Augenschein zu nehmen, die durch eine freiberufliche Tätigkeit entstehen kann. Also wir glauben,
dass gerade das, was wir tun, sehr, sehr probates Mittel ist, um dem Fachkräftemangel nicht Herr zu werden, aber um den vielleicht ein bisschen abzumildern. Mhm. Frau Nenzstiel, wie sehen Sie das denn? Bringt das tatsächlich auch dem Unternehmen Erfolg in klingender Münze, sich dem Thema Vielfalt zuzuwenden? Gibt es mehr Kunden? Erschließt man sich neue Märkte dadurch, dass man entsprechende Leute mit dem entsprechenden Hintergrund einstellt? Auf jeden Fall sind wir natürlich auch davon überzeugt. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir haben gar keine Chance, es nicht zu machen. Wir haben eine Kundenbasis von mehr als 250.000 Kunden weltweit mit allen verschiedenen Dimensionen der Diversity. Unser Kunde ist der Mittelpunkt für uns. Die ganze Produktentwicklung dreht sich um den Kunden. Wir müssen das abbilden, was unsere Kunden brauchen. Wenn sich die Kundenstruktur diverse verhält, muss sich eine SAP auch diverse verhalten. Ja. Nochmal ein anderes Thema. Wir haben jetzt auch drüber gesprochen. Sie haben es angesprochen, Herr Fronhoff, dass die Qualifikation letztendlich zählt, dass es gar nicht darum geht, wie sieht derjenige aus oder wie auch immer. Das widerspricht ja fast so ein bisschen dem Diversity-Gedanken. Oder ich sage es mal andersrum, man kommt ja leicht in das Fahrwasser wieder der Quote. Und dann ist wieder die Frage, kommt diese Frau jetzt nur, weil sie die Quote erfüllt oder kommt jetzt derjenige, was weiß ich, in Ihrem Fall vielleicht der türkische Mitarbeiter, weil Sie eine gewisse Quote zum Migrationshintergrund haben. Wie sehen Sie diese Problematik? Ist das dann, steht das im Gegensatz zu dem Diversity-Gedanken oder verwässert es den oder zieht es den in ein negatives Fahrwasser? Also ich sehe da zum einen keinen Widerspruch drin, sondern kann da wirklich nur an dem anknüpfen, was Herr Fronhoff gerade vorhin gesagt hat. Es geht um die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Und wir haben Kunden und die Kunden haben gewisse Erwartungshaltungen an uns, dass wir Themen abbilden können. Wenn das Thema Diversity als Kompetenz für eine Projektsitzung oder für eine Projektgruppe sinnvoll ist, nämlich Sprachkenntnisse, Kulturkenntnisse, dann wird die Kollegin oder der Kollege aufgrund ihrer Kompetenz in diese Projektgruppe mit eingesetzt. Dann auch das, was Frau Nenzstiel gesagt hat, wenn wir in internationalen Projekten arbeiten und wenn die Kunden sich von uns divers verhalten, dann bleibt es dem Unternehmen zwingend, eigentlich nur diesem Diversitätsansatz nachzugehen, weil sonst verlieren sie. Das ist relativ einfach. Mhm. Und deshalb sehe ich da keinen Widerspruch drin, sondern das ist für mich eine logische Konsequenz eigentlich sogar. Mhm. Ja. Nun stelle ich mir jetzt aber mal, sage ich mal, ein mittelständisches Unternehmen vor, wo vielleicht auch noch im süddeutschen Raum, wo man vielleicht ein bisschen fernab vom Schuss ist, nicht so viel fremde Leute, andere Leute vorbeikommen. Ich schon immer einen Betrieb hatte, wo, sage ich mal, die Einheimischen beschäftigt waren und jetzt kommen da plötzlich Frauen oder jetzt kommen da plötzlich Leute mit Migrationshintergrund. Das ist ja auch ein Kulturwandel, sage ich mal, im Kopf der Mitarbeiter, die in diesem Unternehmen bisher gearbeitet haben. Wie gehen die denn oder wie begegnet man denn oder wie können diese Unternehmen den Problemen begegnen, die da auftreten? Das ist ja wirklich ein kompletter Kulturwandel, auch im Unternehmen. Also das fängt an mit dem klaren Commitment des Managements, dass das Thema Diversity ein Thema ist. Und dann geht es wirklich um das Thema der Sensibilisierung der Kolleginnen und Kollegen, welche Vorteile es bringt, wirklich, Sie haben das Thema selbst angesprochen, mit Frauen zu arbeiten. Ja. Oder wenn dort Themen halt Menschen mit Migrationshintergrund kommen. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Vielfalt, so viele die innovative Ideen, die dabei rumkommen, so viele Erfahrungen, die man machen kann. Also ich glaube, dass die Sensibilisierung in einer positiven Irritation laufen muss und nicht über Probleme oder andere Themen zu reden. Das, glaube ich, deckt sich auch mit dem, was Sie schon gesagt haben. Es muss vom Unternehmen gelebt werden und dann anders geht es eigentlich gar nicht. Man kann es den Leuten nicht befehlen per Ordre de Mufti. Das muss vorgelebt werden. Wir haben vorhin schon mal kurz erwähnt, das Thema die Charta der Vielfalt, die SAP ja auch mit unterschrieben hat, eine Initiative von Unternehmen, um Vielfalt in Unternehmen zu fördern, um Arbeitsplätze auch zu schaffen, die ohne Vorurteile gegen niemanden oder gegen wie auch immer, ohne Vorurteile
bereitet. Vielleicht erklären Sie uns kurz, was ist diese Charta der Vielfalt und was sind da so Maßnahmen oder positive Auswirkungen, die jetzt vielleicht auch SAP in dem Zusammenhang mitnehmen konnte? Also sie ist entstanden vor einigen Jahren mit dem Zusammenschluss von wenigen Firmen, die sich einfach zum Ziel gesetzt haben, Diversity zu fördern. Die Charta ist auf Deutschland ausgerichtet, vielleicht auch an der Stelle ganz wichtig. Und die Schirmherrschaft übernimmt Frau Angela Merkel nach wie vor. Ich denke, das ist schon eine Kernaussage. Das heißt, es ist eine Rückendeckung Richtung Regierung da. Das heißt, wir arbeiten an Konzepten, wie wir die Vielfalt sicherstellen, wie wir sicherstellen, dass sie wirklich gelebt wird. Und es geht auch hier ganz extrem um das Thema, eine Diskriminierung zu vermeiden. Zu Diversity gehört auch bei der Charta und natürlich auch bei uns als SAP das Thema Inklusion. Das heißt, die Vielseitigkeit sehen wir, aber wir müssen auch sicherstellen, dass sie wirklich im Unternehmen aufgegriffen und gelebt wird. Also es gibt keine unterschiedlichen Inseln, sondern es gibt ein großes gemeinsames Ganzes, egal von welchem Hintergrund man auch immer kommt. Und die Charta hat sich eben einfach zum Ziel gesetzt, in dieser Richtung auch gesellschaftspolitisch etwas zu verändern. Und deswegen ist es eben auch so gut und so wichtig, dass Frau Merkel eben die Schirmherrschaft übernimmt. Die Charta mittlerweile initiiert viele flächendeckende Veranstaltungen, wie zum Beispiel der erste Deutsche Diversity-Tag, der letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat. Im Juni war das, wo wirklich in verschiedenen Unternehmen Diversity gezeigt wurde, gelebt wurde. Dann ist es aber natürlich auch ein unglaublich schönes und gutes Gremium der unterschiedlichen Firmen, die jetzt also Mitglieder der Charta sind, sich einfach auszutauschen. Das heißt, ungefähr alle 4 bis 6 Wochen findet bei unterschiedlichen Mitgliedern einfach eine Diskussionsveranstaltung statt. Und wir überlegen uns auch, inwieweit wir uns weiterentwickeln, wo brauchen wir vielleicht Hilfestellung seitens der Regierung und so weiter. Also ich denke, wir haben da eine ganz schöne Möglichkeit gefunden, einfach was zu bewegen. Mhm. Und ich glaube, 1700 Unternehmen haben inzwischen unterschrieben. Mhm. Ist ja eine stolze Zahl, vielleicht wächst sie noch. Sie wächst sicherlich und ich glaube, mittlerweile müssen auch ein paar Flyer hier ausliegen. Ah, okay. Zum Thema Charta der Vielfalt, auch eine Webpage ist vorhanden, wenn Sie sich einfach mal darüber informieren wollen, was die Charta... Ist das diese dort? Die kleine? Ja. Genau, also die Broschüre liegt aus, ja, ich sehe es genau, gerade hier. Genau, mit den schönen bunten Kreisen genau. Und Punkten. was einfach die Vielfalt darstellen soll. Und wie gesagt, ich darf Sie einfach auch ermuntern, einfach mal auf der Webpage nachzulesen, für was die Charta alles steht. Ja, wunderbar. Ich schaue mal Richtung Herr Theobald, weil BTC ist ja auch Mitglied der Charta. Also für uns ist die Charta der Vielfalt, was ich gerade vorhin schon gesagt habe, wirklich ein Bekenntnis zu dem Thema Diversity. Und sie steht für alles, was vielfältig ist. Also da kann man jetzt beim Kleinen anfangen und kann beim Großen aufhören. Aber ich glaube, das Thema Vielfalt mit Unterschrift der Charta der Vielfalt ist das Thema. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die vielen, vielen Vorteile von Diversity gesprochen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht immer ganz einfach ist, Maßnahmen durchzusetzen, dass es auch Probleme, Herausforderungen gibt, die bei Diversity implizit sind. Vielleicht zunächst nochmal den Ball wieder zurück an Sie, Frau Nennenstiel. Wie lassen sich die denn meistern oder welche Probleme sind das, auf die Sie stoßen? Also ein Thema haben wir ja schon kurz angesprochen, das Thema Gender als eine Dimension von Diversity, wo wir entsprechend Aufklärungsworkshops, so will ich es mal formulieren, anbieten, um einfach Vorurteile abzubauen. Aber ein anderes Thema sind zum Beispiel auch Kulturen. Also ich kann da selber so aus meiner Anfangszeit berichten bei der SAP. Als ich vor 22 Jahren angefangen habe bei der SAP, waren wir doch ein sehr deutsches Unternehmen. Mhm. Ja? Wir haben Deutsch gesprochen, wir haben deutsche Folien gemacht, wir hatten alles in Deutsch. Ja? Nun haben wir uns zu einer internationalen Firma entwickelt. Und ich meine, dann hat man die ersten Kunden gehabt, weil ich habe auch selber in der Beratung und im Vertrieb damals gearbeitet.
Und man hat sich manchmal gewundert, oder ich bin manchmal aus einem Kundengespräch rausgegangen und habe gedacht, warum hat denn jetzt dieser Deal nicht geklappt? Ich fand mich perfekt vorbereitet, ich fand die Präsentation war in sich schlüssig, aber der Deal kam nicht zustande. Und letztendlich, jetzt im Nachhinein, ist mir klar, warum. Weil wir diese kulturellen Aspekte nicht betrachtet haben. Und deswegen gibt es unter anderem bei uns ein Werkzeug, das nennt sich GlobeSmart. Das ist ein Tool, ich verwende so ungern die englischen Begriffe, aber jetzt fällt mir kein besseres ein. Werkzeug hatte ich gerade vorhin schon. Anwendung. Wo wir im Prinzip uns selbst gegenüber eine Kultur spiegeln können. Was will ich damit sagen? Es werden typische Verhalten oder typische Geschäftsprozesse analysiert und letztendlich muss ich beantworten, ich als Deutscher jetzt in dem Moment, wie verhalte ich mich denn? Ja? Und das kann man dann letztendlich spiegeln gegen einen Kulturkreis aus Asien, China, Amerika, was auch immer und stellt dann eigentlich fest, wo sind wir sehr ähnlich in der Denke, wo sind wir ähnlich in dem Verhalten und wo verhalten wir uns anders. Und mit dieser Information kann ich natürlich auch sehr gut mich vorbereiten auf irgendwelche internationalen Projekte oder eben auch auf Mitarbeiter aus anderen Kulturen. Also das ist so ein Mechanismus, den wir dann gebaut haben zum Thema Kulturen. Und ich meine, so geht es dann auch weiter mit Differently Abled, um das Thema Autisten doch nochmal ansprechen zu dürfen. Das heißt, wir haben natürlich auch hier entsprechend Trainings entwickelt, wie wir die Teams vorbereiten, wie wir unser Unternehmen darauf vorbereiten, einfach mit diesem Paradigmenwechsel umzugehen. Also von so geht's nicht. Wie sieht denn so ein Training aus, jetzt gerade was die Autisten anbelangt? Wie kann man sich das vorstellen? Das kann man sich so vorstellen, dass das Team eingeladen wird, an diesem Workshop teilzunehmen. Und es werden grundsätzlich erstmal ein paar Basisinformationen nochmal vermittelt. Also was ist das autistische Spektrum? Es gibt nicht den typischen Autisten, es gibt Varianten. Aber es gibt gewisse Verhaltensweisen, die eigentlich sehr oft auftreten. Dann einfach auch die Do's and Don'ts. Wie gehe ich damit um? Ja, und wie kann ich in kritischen Situationen einfach dann auch reagieren? So, auf die Schnelle. Ja, okay. Dann das Thema Alter nochmal, Herr Frohnhoff. Sie haben zu mir gesagt, Sie heben den Schnitt bei sich im Team. Sie sind deutlich älter als viele Mitarbeiter. Habe ich das richtig verstanden? Ich fürchte, das haben Sie richtig verstanden, ja. Wie klappt das denn mit den jungen Mitarbeitern? Fragen Sie das jetzt Sie mich, da auch einen mich Workshop als den machen? Älteren, oder? Wir sind, glaube ich, eine sehr vielfältige Firma, was zum Beispiel Männer, Frauen betrifft, wo wir, glaube ich, einen idealen Mix von 50-50 in etwa haben. Wir sind eine kleine Firma jetzt, wir als Imagine mit ca. 100 Mitarbeitern. Von der Altersstruktur her sind wir nicht ganz so divers, glaube ich. Junges Team in einem Bereich überwiegend zwischen 30 und Mitte 30 vielleicht. Da spielt das Alter, aber es ist meine Erfahrung, nicht nur in dem Umfeld eigentlich keine Rolle, sondern es sind die Themen, die man gemeinsam treibt und die Frage, wie alt muss ich fast so eine platte Aussage da machen, wie alt fühle ich mich denn da? Und ich meine, das sehen wir in unserem Team ist ganz genauso. Ich fühle mich da nicht unbedingt jetzt wesentlich älter als eines meiner Teammitglieder, die jetzt 20 Jahre jünger sind. Und das sehen wir noch viel, viel stärker bei unseren externen Fachkräften. Das ist wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Project Office-Leute mit Anfang 20, ganz, ganz erfahrene IT-Leute oder Ingenieure mit über 60. Und die werden in gleicher Weise qualifiziert und integriert. Das mag vielleicht aber auch für externe Fachkräfte einfacher sein. Die haben die Situation öfter, dass sie sich in eine neue Umgebung einfügen, integrieren müssen. Die gehen dadurch automatisch offener damit um, haben da, sehen wir, weniger Berührungsängste. Und das ist umgekehrt natürlich auch so, weil viele festangestellte Mitarbeiter den externen als Hilfe zum einen sehen, weil der notwendig ist, um das Projekt zu lösen. Der ist aber auch niemand, der mir als Festangestelltem irgendwie wehtun kann, sage ich mal vorsichtig. Insofern glaube ich, ist das eine gute Voraussetzung, auch ganz verschiedene
Personen und auch Hintergründe da zu integrieren. Wir haben dann teilweise fast eher mit dem gegenteiligen Problem zu kämpfen. Da kommt dann, wenn man von Integration von externen Fachkräften redet, dieser Tage insbesondere sehr schnell eine juristische Komponente rein. Das Stichwort Scheinselbstständigkeit ist da ein ganz akutes. Ja. Und das setzt auch hier der Diversity eindeutig Grenzen. Ich bin im Grunde heute als Unternehmen gezwungen, externe Fachkräfte, die ich brauche, fast zu ein bisschen zu separieren, damit ich in diese Problematik nicht reinlaufe. Das ist jetzt eine der Schattenseiten fast schon. Ich hatte ja auch danach gefragt, wobei angefangen haben wir ja mit einem positiven Tenor, nämlich dass im Grunde ja gerade wenn die externen Profis kommen, man ja fast ein bisschen Diversity auf Zeit üben kann, ne? So als Unternehmen, wenn ich dann unterschiedlichste Leute für eine gewisse Zeit im Team habe, wie Sie gerade gesagt haben, dem würde ich mir vielleicht nicht als Festangestellten zutrauen, aber wenn er als Freelancer kommt für eine gewisse Zeit, nimmt man vielleicht einiges hin oder versucht es auch einfach mal. Der Umgang ist wesentlich einfacher. Man sieht das auch daran, dass es wirklich mehr um fachliche Qualifikationen geht, Social Skills oder personenbezogene Merkmale spielen in den allerseltensten Fällen in der Vorgabe unserer Kunden eine Rolle. Man ist wahrscheinlich auch gewillt, da durchaus flexibler zu sein, als man in vielen Fällen vielleicht sein mag, wenn es um Festangestellte geht. Oder umgekehrt, die externen Fachkräfte, die lieben das. Die wollen genau das, die wollen genau diese Vielfalt. Das sehen Sie auch daran, dass natürlich immer wieder versucht wird, IT-Fachkräfte insbesondere zu einer Festanstellung zu bewegen, die bis dato selbstständig arbeiten, eigenständig arbeiten. Und das gelingt, ich will sagen nie, aber fast nie. Nicht so häufig, ja. Festanstellung, nein, danke. Ja, da hatten wir auch schon entsprechende Artikel dazu. Ich meine, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, aber doch noch mal eine Frage in die Runde. Fange ich mal bei Ihnen an, Herr Theobald. Was haben Sie denn für spezielle Maßnahmen, um jetzt auch bei den Einstellungsprozessen die Vielfalt zu fördern, jetzt vielleicht speziell ausländische Hochschulabsolventen auch für BTC zu interessieren oder Quereinsteiger? Wie findet das Einzug in Ihre Recruiting-Maßnahmen? Wobei vielleicht noch ein Satz zu einer Frage, die Sie gerade vorhin gestellt haben. Vielleicht kann man Diversity ja mal versuchen. Ich glaube, Diversity kann man nicht versuchen, sondern das ist eine Haltung. Also das ist, der Versuch wird scheitern, wenn ich es nur versuchen möchte. Vielleicht nur so als Input. Die andere Frage, die Antwort ist schon Bestandteil eigentlich Ihrer Frage. Also wir gehen dann natürlich zielgruppenspezifisch auf die unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen, Kandidatinnen und Kandidaten zu. Also wir arbeiten oder haben Kooperationen mit Universitäten, die Schwerpunkt mit internationalen Studenten arbeiten, die dort über Stipendiaten oder Stipendien studieren. Also das sind wirklich High Potentials, die dort arbeiten. Wir arbeiten in Bremen mit der Informatica Feminale zusammen, wo die Sommeruni eine Woche nur für Frauen in IT-Berufen ist. Also wir gehen da schon sehr zielgruppenspezifisch genau in diese Gruppen rein, uns da auch zu positionieren und das Thema BTC und Diversity bei BTC auch wirklich bekannt zu machen. Was tut SAP, um die Vielfalt zu fördern bei den Bewerbern oder dort möglichst viele unterschiedliche Bewerber herauszufiltern? Also ganz viele verschiedene Dinge. Fange ich mal mit dem Einfachsten an, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo wir unsere Ausschreibungen neutraler gestalten, weil wir festgestellt haben, dass unsere Stellenausschreibungen zu männlich sind. Es werden zu viele typisch männliche Merkmale abgefragt. Das heißt, zum Beispiel? Durchsetzungskraft, so als typisch klassisches Beispiel. Durchsetzungskraft im Sinne von Kraft, ja. Durchsetzen kann ich mich auch durch Intelligenz. Oh, das war jetzt gemein. Solange meine Kollegen hier auf der Bühne noch lachen. Nein, Spaß beiseite. Dass man eben einfach auf andere soziale Komponenten auch geht. Das ist das eine, wo wir vielleicht einfach
mehr Frauen animieren, doch gerade in einer sehr IT- oder MINT-getriebenen Company einfach auch sich zu bewerben. Ein anderes Thema ist, wir machen spezielle Early-Talent-Programme, um die jungen Akademiker oder die jungen Absolventen zu finden. Gerade auch zurzeit hier auf der Messe läuft dieses InnoGem. Da haben wir jetzt 32 Studenten, die die Woche über programmieren und dann also eine Applikation, ein Prototyp erstellen. Und der Beste wird prämiert und so weiter. Also so, um so die junge Generation so von unserer Kreativität zu überzeugen. Dann natürlich entsprechend angepasste Prozesse in den einzelnen Ländern, je nachdem, wo wir dann auch rekrutieren wollen. Und natürlich stellen wir auch unsere Bewerbungsprozesse grundsätzlich derzeit in Frage, weil wir sind ein Unternehmen, was eigentlich, ich würde mal sagen, einen sehr typischen Einstellungsprozess bisher hat, nämlich das Thema, wir bewerben uns auf Stellen, es gibt die Interviews, es gibt, oder erstmal gibt es die Longlist, dann gibt es eine Shortlist, bezogen auf Qualifikationen oftmals erstellt. Dann gibt es die diversen Interviewrunden mit dem Recruiter, mit dem Hiring Manager und noch mit HR und nochmal eine Runde. Ja, da wollen wir auch weggehen, weil wir eigentlich sagen, da kriegen wir so einen ganz typischen Mainstream eigentlich nur in unser Unternehmen. Und da hilft uns auch wieder, was wir uns jetzt überlegt haben, was wir mit unseren Autisten machen, weil ein Mensch aus dem autistischen Spektrum überlebt diesen Prozess nicht. Das kann der nicht. Das ist genau ein Element. Das heißt, wir wollen eigentlich weggehen von diesem Interview mehr in ein Richtung Workshop-Onboarding-gestütztes Einstellungsverfahren. Also eine größere Individualisierung auch des Recruiting-Prozesses, nicht so Standard-Format getrieben. Genau, und wir achten wirklich früher, was hat man geguckt nach den Noten, nach den schneeweißen Lebensläufen, möglichst bitte kein Bruch von Schule, Uni zu irgendetwas. Da gehen wir jetzt auch einen Schritt weg. Wir lesen die Lebensläufe anders. Wir lesen, wir schauen mehr verstärkt auf das Thema, wo sind denn die Schwerpunkte, wo sind die Hobbys. Auch gerade da haben uns wirklich unsere Menschen mit den besonderen Fähigkeiten auch weitergeholfen, weil oftmals sind da große Brüche in dem ganzen Lebenslauf, hat aber keinerlei Aussagen über ihre Qualifikation. Wenn ich aber lesen kann, dass ein Kollege in seiner Freizeit Datenbanken programmiert, dann ist das für mich ein Merkmal, was, denke ich, einen ganz anderen Aussagewert hat als eine Schulnote in Mathematik. Wunderbar. Jetzt glaube ich, wir sind fast am Ende von unserer Zeit. Ich muss hier immer spicken, weil ich keine Uhr mit habe. Wir sind auch kurz vor unserem Gewinnspiel-Auflösung. Aber vielleicht noch mal als letztes von jedem ein kurzes Statement zum Thema, warum sich Diversity lohnt für Unternehmen und für Mitarbeiter. Herr Frohnhoff. Diversity lohnt sich für beide Seiten, weil das, glaube ich, das Arbeitsleben spannend macht, weil es interessanter macht, weil jeder davon lernen kann. Von der Vielfalt kann ich als Mitarbeiter, als Person profitieren. Und in dem Moment, wo Sie als Unternehmen mündige Mitarbeiter haben wollen, Mitarbeiter, die kreativ sind, Mitarbeiter, die im positiven Sinne Widerworte geben, generieren Sie automatisch mehr davon, je vielfältiger das Team ist. Vielen Dank. Frau Nennstiel, wie lautet Ihr Plädoyer? Diversity und Inklusion heißt für uns, wir bleiben kreativ und innovativ. Kreativ und innovativ. Wunderbar. Herr Theobald. Vielfalt lohnt sich, weil Einfalt doof ist. Weil Einfalt doof ist, weil wenn das kein tolles Schlusswort ist. Vielen herzlichen Dank an meine Gäste hier oben auf dem Podium. Wir haben, glaube ich, sehr viel mitgenommen, warum sich Diversity lohnt.